Moin und herzlich willkommen zu Davonias Testwelt. Ich habe euch heute nochmal eine Beauty-Box mitgebracht, und zwar die My Little Paris Box. My Little Paris sagt schon so der Name, alles so ein bisschen so Frankreich-mäßig, kommt auch eigentlich aus Frankreich. Dieses ist auch eine Abo-Box, Kostenpunkt 18,50 Euro und darin enthalten drei Kosmetikprodukte und zwei so Accessoires, Trendprodukte, wie auch immer. Wie gesagt, 18,50 Euro, normalerweise monatlich. Und wenn ihr jetzt hier aber zum ersten Mal bestellt, das habe ich jetzt nämlich gemacht, einfach zum Testen einfach mal, könnt ihr euch da anmelden, Newsletter-mäßig, und erhaltet 5 Euro Rabatt. Das heißt, ich habe jetzt nur 13,50 Euro wirklich bezahlt und schaue jetzt einfach mal, was drin ist. Für, normalerweise muss man ja sagen, knapp 20 Euro. Jetzt halt erstmal ein bisschen günstiger zum Ausprobieren. Finde ich eigentlich immer auch ganz nett, wenn die Shops das so machen, damit man halt wirklich mal gucken kann, bevor man da ein 3-6-Monats-Abo oder sogar ein Jahresabo abschließt, dass man erstmal gucken kann, so sagt mir das überhaupt so. Das hier ist jetzt übrigens die Aprilbox. Also wer das Abo hat, kennt den Inhalt wahrscheinlich schon. Dadurch, dass ich das neu abgeschlossen habe, gehöre ich, glaube ich, auch zu den Kunden, die das einen Ticken später bekommen haben. Das ist auch, wenn ihr die zum ersten Mal abschließt, dann sonst bekommt, geht die, glaube ich, Anfang des Monats raus. Wenn ihr aber zu neu abschließt, dann geht sie manchmal ein bisschen später so raus. Steht auf jeden Fall extra so dabei. So, was haben wir denn hier stehen? My Little Garden steht hier schon. Und My Little Box. You Grow Girl. Okay. Wir haben auf jeden Fall ein kleines Kästchen. Finde ich auf jeden Fall vom Prinzip her ganz nett, dass man das so komplett aufklappen kann. Das ist schon mal ganz nett. Also das hier war auch so ein bisschen spoilermäßig auf der Homepage schon zu sehen, dass man wohl so ein kleines Kästchen dabei hat. Da war so ein bisschen Gemüse drin drapiert. Wir schauen mal, was wir hier haben. Achso, das ist wirklich nur ein kleines Kärtchen. Nichts Besonderes, steht auch nichts drauf. Dann haben wir einmal ein paar Tipps für die Küche. Grüne Delikatessen. Ja, kleines Rezept für Kräuterbutter. Bisschen Info, gefrorene Blätter. Und dann, wohl mit diesem Kästchen, kleinen Tipp für einen Mikrowildgarten. Also ein bisschen zwei Rezepte mit dabei, bisschen Info einfach nur. So, dann schauen wir mal. Erstes Beauty-Produkt von Detox, eine Vitamin C Face Mask, also eine Tuchmaske fürs Gesicht mit Vitamin C. So, was nehmen wir denn mal als nächstes? Ah, das lassen wir uns mal zum Schluss. Was haben wir hier? Ja, ich kann leider kein Französisch. Aber wir schauen mal. Und zwar ist das ein Wasserbehälter für deine Pflanzen und Ideen. Mhm. Lady Hydra. Saatgut, Handschuhe, Werkzeug, Wasser. Die Pflege deiner Pflanzen ist fordernd, aber das ist noch lange kein Grund, sich selbst zu vernachlässigen. Mach eine Pause, streck dich und trink auch etwas Wasser. Also scheinbar eine kleine Wasserflasche. Wir schauen mal eben kurz rein. So. Zack. Na. Oh, die ist ja niedlich. Eine kleine Glasflasche. My Little Box steht da drauf. Ich denke mal so, ja, 500 Milliliter, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, steht da sowas drauf, wie viel da rein geht. Steht jetzt hier gerade nicht so, oder ich finde es nicht so schnell. Wahrscheinlich steht es schon irgendwo. Also wirklich groß nicht, aber eine kleine Glasflasche. Das ist dann also eher Bereich Accessoire, genauso wie unser Kästchen hier. Was haben wir hier noch? Ach, das ist dann schon mal... Die Maybox wird dich überraschen. Dreh die Karte um und erfahre mehr. Ja, und das ist schon mal so ein kleiner Tipp für die Maybox. Was haben wir denn da? Sich selbst in den Vordergrund stellen, dein eigenes Wohlbefinden über alles andere stellen. Wellen schlagen und Bomben platzen lassen. Okay. Hm. Da ist auf jeden Fall was von Estée Lauder drin. Die schicken uns dann eine Box voller Self-Empowerment und drei formidable Pflegeprodukte, um endlich deine innere Ikone zu entfesseln. Hm. Das wäre also in der Maybox, falls ihr jetzt gleich sagt, hiervon seid ihr begeistert, könnt ihr euch dann die Maybox bestellen. Hier haben wir jetzt ein Shampoo mit Lemongrass. Das kenne ich eigentlich eher vom Essen, aber ich weiß, dass es damit natürlich auch Pflegeprodukte gibt. Und ich mag das eigentlich auch ganz gerne riechen. So, also wir haben schon mal zwei Pflegeprodukte, zwei Accessoires. Also müsste hier jetzt auf jeden Fall noch was für die Pflege mit drin sein. Und diesmal sogar ein bisschen mehr, weil man kann ja eigentlich dieses Beutelchen, das ist ja auch ein kleines Accessoire. Was haben wir noch? Erstmal haben wir eine kleine Creme. Achso, nein, das ist keine Creme, sondern zum Waschen fürs Gesicht. Von Origins. Kenne ich jetzt so nicht.
Und zwar kleines Päckchen oder kleine Tube mit, wie viel haben wir hier drin? 30 Milliliter. Und ein Parfum. 10 Milliliter. Flower Bikenso. Kenne ich gar nicht. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Es hat was. So kleiner Flakon. Das finde ich auf jeden Fall gut. Riecht sogar gut. Also das kann man jetzt natürlich in der Kamera, und das ist natürlich auch ganz klar Geschmackssache. Flower Bee, logisch, es riecht auf jeden Fall auch blumig. Ich mag es auf jeden Fall riechen. Das passt bei mir schon mal. Oh, damit haben wir alles ausgepackt. Also für 13,50 muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das super. Finde ich nicht überteuert. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass auch 18,50 Euro nicht überteuert sind. Wenn ich mir das hier jetzt schon mal angucke, kann ich mir schon vorstellen, dass das, wenn ich jetzt das allein ausrechnen würde, wir bestimmt darüber liegen. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil es nicht so überladen ist. Also es sind nicht so, ja, weiß ich nicht, so viele Produkte, sondern halt so ein bisschen, normalerweise halt, wie schon dabei stand, sonst 3 und 2 Accessoires. Jetzt habe ich wohl mit der Box wirklich Glück gehabt, dass da ein bisschen mehr drin ist. Finde ich eigentlich ganz gut, dass man da nicht ganz so viel hat, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, so eine Abo-Box hat, gerade diese Kosmetik, das häuft sich ja auch ganz schnell an. So schnell kann man das ja, finde ich persönlich, immer gar nicht verbrauchen. Also ich finde sie ganz gut. Ob ich sie jetzt sofort ad hoc weiterbeziehen werde, wahrscheinlich nicht. Ich muss natürlich auch erstmal so meine ganzen Sachen, die ich mir immer so hole, erstmal aufbrauchen. Aber das ist so eine Box, wo ich sagen würde, ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich die irgendwann nochmal mir bestellen werde oder vielleicht, wenn meine Tochter ein bisschen älter ist. Also die finde ich ganz gut, muss ich sagen. Der Mix ist gut, Thema finde ich auch ganz gut getroffen. Ja, also ihr wisst jetzt, was drin ist in der Aprilbox. Ihr habt schon mal gehört, was in der Maibox ungefähr drin sein könnte. Wenn ihr euch die also auch bestellen wollt, dann abonniert den Newsletter, könnt ihr noch 5 Euro sparen. Ja, wir sind damit am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.